Hast du direkt kaputt gemacht, tut mir leid. Baumwolle und Daune gegen Polyester. Welche Jacke fällt durch? Du bist durchgenässt, ne? Und welche überzeugt? Galileo macht den Winterjackencheck. Dafür stecken wir verschiedene Winterjacken in die Eiskammer. Stellen sie in den Regen. Und prüfen sie auf ihre Alltagstauglichkeit. Das Ziel, herausfinden, welches Material dem Winterwetter trotzen kann. Galileo-Reporter Martin Dunkelmann testet unsere Jacken und holt sich dafür Hilfe bei Matthias Kimmerle. Hallo, Herr Kimmerle. So, hallo, Martin. Ich habe ein paar Jacken. Willkommen in Albstadt. Danke. Er ist hier an der Hochschule Professor für textile Produkttechnologie und kennt sich aus mit verschiedenen Stoffen sowie ihrer Verarbeitung. Zusammen nehmen wir unterschiedliche Winterjackenmodelle aus verschiedenen Materialien unter die Lupe. Wir stellen mal vor. Eine Daunenjacke für 230 Euro. Unser günstigstes Modell aus Polyester für 50 Euro. Und eine Baumwolljacke mit Teddyfell für 120 Euro. Wir wollen erst mal wissen, wie sich die Jacken anfühlen. Und Martin, was meinst du? Durch diese Füllung, durch diese Daunenfüllung hier, hat man das Gefühl, dass die einfach schön wärmen. Die Daunenjacke sitzt, aber was sagt Martin zum preiswerteren Modell aus Polyester? Wenn man sich bewegt, raschelt das laut. Das kommt, weil das hier alles Plastik ist. Ich hab sie direkt kaputt gemacht, tut mir leid. Super. Zum Glück war es nur die Fixierung des Gummizugs. Wie ist die Baumwolljacke? Baumwolle mag ich vor einer Haptik wieder mal gerne. Es fühlt sich halt ein bisschen natürlicher an. Und die hat zum ersten Mal so einen richtigen schönen Bund fürs Handgelenk hier. Das mag ich. Ansonsten fühlt man sich wohl drin und man hat Platz drin. Und ich glaube, dass die auch gut wärmen. Martins erster Eindruck? Daune und Baumwolle top, Polyester flop. Zurück an der Hochschule wirft Professor Kimmerle einen Blick auf unsere Jacken. Alle drei haben erstmal gute Chancen, denn es ist erstmal egal, ob das als Oberstoff ein Baumwollstoff ist oder ein Polyester oder ein Polyamid, das ist erstmal egal. Ja? Das kommt auf die Funktion an, die Schnitttechnik, in die Verarbeitung. Er hat drei gute Tipps, auf die jeder beim Kauf achten sollte. Der sogenannte Übertritt über und unter dem Reißverschluss. Der verhindert, dass kalte Luft und Feuchtigkeit durch den Reißverschluss ins Innere der Jacke gelangen. Außerdem wichtig, die Verarbeitung der Naht, ein entscheidender Faktor beim Thema Regenschutz. Die Nähte saugen sich mit Wasser voll und lassen Feuchtigkeit eindringen. Die bessere Alternative? Eine verklebte Naht. Hier kann das Wasser einfach abperlen. Kein Must-have, aber ein Good-to-have. Bündchen an Ärmeln und Saum, die isolieren zusätzlich die Wärme. Die Features schaut sich Martin in unserem zweiten Test genauer an. Diese Jacken müssen natürlich warm halten, also gehe ich für euch frieren. Wir haben einen Timeslot in einem Kühlhaus gebucht. Ja, krass, hier drin sind minus 15 Grad. Das heißt, die Jacken allein reichen nicht. Ich ziehe mir jetzt noch schöne lange Unterhose an, Winterstiefel, Mütze und Schal. Geht los. Das Experiment. Unser Reporter steht pro Jacke 15 Minuten im minus 15 Grad kalten Kämmerchen. Anschließend prüfen wir die Wärmeisolierung der Jacken mit einer Wärmebildkamera. Damit Martin uns nicht einfriert, wärmt er sich zwischendurch am Heizpilz auf. Los geht's mit der Daunenjacke für 230 Euro. Wie gut hält sie Martins Körperwärme? Je weniger Rot auf der Wärmebildkamera zu sehen ist, desto besser. Sieht soweit ganz gut aus. Weder die Nähte noch der Reißverschluss lassen Wärme entweichen. Hier oben alles okay. Martin ist bereits ganz schön durchgefroren. Damit er nicht so lange in der Kälte stehen muss, kommt Redakteurin Vivi mit. Auch sie muss jetzt frieren in einer Polyesterjacke. So machen wir das Ergebnis nicht nur anhand eines Modells fest. Uns fällt auf, alle Jacken verlieren am meisten Wärme unter den Achseln. Der Grund, hier laufen oft die Nähte zusammen und das Material ist etwas dünner.
Die erste Überraschung bei der günstigen Polyesterjacke? Wird von Mal zu Mal unspaßiger. Fazit? Was sagst du? Fand's jetzt nicht so schlimm? Ja. Nee, aber tatsächlich, dafür, dass sie so günstig ist, hält die echt gut warm. Für die beiden geht's direkt weiter mit den Winterjacken aus Baumwolle. Auch hier testen wir für einen besseren Überblick zwei Modelle. Bei mir geht's eigentlich. Ich habe so einen schönen, so einen Bund hier, das schließt schön ab. Fazit: Alle Jacken halten warm, aber halten sie auch trocken? Wie die verschiedenen Stoffe im Regentest abschneiden, prüfen wir mit unserem Textilexperten Kimmerle in Albstadt. Was genau testen wir jetzt? Also was uns interessiert bei Winterjacken, ist erstmal der Oberstoff, wie der imprägniert ist. Ja, die Imprägnierung. Und das testen wir hier mit dem Spray-Value-Tester. Wenn Sie jetzt die Jacke mal einfach mit Ihrer Erfahrung bewerten oder anfassen, was glauben Sie, wie die abschneiden wird? Naja, es ist schwierig zu sagen, weil die Imprägnierung ist nicht sichtbar und auch nicht fühlbar. Die macht man jetzt sichtbar, indem man Wasser drauf spritzt. Unsere Polyesterjacke für rund 50 Euro scheint einwandfrei imprägniert zu sein. Die Wassertropfen perlen auf der Kunstfaser einfach ab. Laut unserem Experten fast schon zu gut für den Preis. Das ist ganz spannend. Wir wollen jetzt mal der Sache auf den Grund gehen, ob da wirklich verbotene Imprägniermaterialien verarbeitet wurden. Dazu machen wir jetzt einen Test mit Öl, ne? Paraffinöl. Ja, genau. Wurde bei dieser Jacke in der Produktion gepfuscht? Das Öl zieht direkt ein. Bedeutet, alles gut. Die Imprägnierung ist scheinbar nur wesentlich besser, als der Preis vermuten lässt. Baumwolljacken haben bei Nässe einen klaren Nachteil. Die Naturfaser nimmt aufgrund ihrer hohen Saugfähigkeit sehr viel Wasser auf. Fehlt die richtige Imprägnierung, wird's nass. An der Daunenjacke perlt das Wasser ab. Aber hier die Naht, die saugt auf, ne? Die Naht saugt, ne? Ja, genau. Bleibt Martin trotz der Nähte trocken? Wir wollen's wissen und stellen ihn und Professor Kimmerle unter die Regendusche. Ja, perlt sehr super ab, ne? Also das sieht man eindeutig. Ergebnis nach 2 Minuten, Martin bleibt trocken. Die Imprägnierung lässt keine Feuchtigkeit ins Innere. Wie steht's um die Polyesterjacke? Hält sie im Alltag so trocken wie im Labor? Super Imprägnierung, klasse, ne? So, schauen wir mal rein. Also hier kam jetzt mal nichts durch, ne? Aber rein? Hier oben halt, ja, hier im Kragen, ne? Da läuft's halt rein. Da läuft's halt dann wird's unangenehm im Nacken, ne? Ja. Keine Kapuze, kein Schutz. Logisch. Die Baumwollmodelle, die wir testen, fallen wie erwartet komplett durch. Aber so, wenn du kommst in den Regen und denkst, ach guck mal, ist da gar nicht nass. Ja. Und nach 2 Sekunden, dann merkst du, es kommt langsam durch. Nach einer halben Minute stellen wir den Regen ab, denn die Naturfaser hat das Wasser komplett aufgesaugt. Professor Kimmerle empfiehlt, Baumwolljacken zusätzlich zu imprägnieren. Zeit für unseren letzten Test, die Pflegeleichtigkeit. Der Experte rät, Jacken nach jeder Wintersaison zu waschen, um Bakterien abzutöten. Auch wenn erstmal keine Verschmutzungen zu erkennen sind. Worauf muss ich achten grundsätzlich? Ja, grundsätzlich, wie warm wird gewaschen, was für ein Waschmittel nehme ich, muss ich auf links drehen, ja, und bei dir hier mit dem Reißverschluss, mit dem Metallreißverschluss, der ist sehr scharf, kantig, und den würde ich dir raten zu schließen. Zumachen. Also Reißverschluss schließen, damit dieser keine Fäden zieht oder kleine Löcher im Obermaterial verursacht. Danach Jacke auf links drehen, um die Imprägnierung zu schützen. Nicht jede Jacke ist Waschmaschinen geeignet, zum Beispiel Wollmäntel. Deshalb Etiketten beachten. Bei Daunenjacken auf Weichspüler verzichten. Der verklebt die Daunen nämlich. So. Ich denke, hier ist gar kein Daunen mehr drin. Bei mir ist fest, ist so dünn an.
Daunen haben viele kleine Häkchen und Verzweigungen. Beim Waschen werden sie feucht und verhaken sich ineinander. Wenn man sie wäscht, ist es unabhängig, ob teuer oder günstig, das verklumpt, ne? Es verrutscht und verklumpt zusammen und deswegen Trockner. Ja? Okay, wenn man es danach in den Trockner schmeißt, Tennisbälle mit rein, weil Tennisbälle das so ein bisschen aufschlagen wieder. Ja, genau. Wer wie Martin keine Tennisbälle hat, kann generell alles dazu tun, das weich, aber trotzdem schwer ist, damit die Daunen wieder aufgeschlagen werden. Wie sieht denn bei dir da aus? Die macht einen etwas trockeneren Eindruck. Ja, ist auch besser, aber und die Daune ist auch besser verteilt. Ne? Abgesehen von der Daune haben alle Jacken die Wäsche sehr gut überstanden und können jetzt an der Luft trocknen. Nach 4 Tests steht unser Gesamtsieger fest. Die Winterjacke aus Polyester für rund 50 Euro. Sie isoliert die Körperwärme und hält im Regen trocken. Abgesehen von der fehlenden Kapuze. Und übersteht auch den Waschgang problemlos. Hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Der 2. Platz geht an die Jacke mit Daunenfüllung für 230 Euro. Auch sie hat fast alle Tests mit Bravour bestanden und sticht vor allem durch die gute Wärmeisolation hervor. Nur beim Waschen tut sie sich etwas schwer. Die Baumwolljacke haben wir auf Platz 3 eingeordnet. Die für Martin gemütlichste Jacke hält schön warm und ist absolut alltagstauglich. Nur bei Regen sollte man besser einen Schirm mitnehmen. Unser Fazit: Beim Jackenkauf kommt es nicht nur auf den Preis oder die Materialien an. Stimmt die Verarbeitung an Nähten sowie Säumen und ist die Imprägnierung gut, kann auch eine günstige Jacke dem Winterwetter standhalten.